Am 4. März 1832 stirbt der französische Sprachwissenschaftler Jean-François Champollion in Paris. Bereits im Alter von 18 Jahren beherrschte Champollion 8 Sprachen. Berühmtheit erlangte er schließlich durch die erstmalige Entzifferung ägyptischer Hieroglyphen auf dem Stein von Rosette. 1877 wird am berühmten Bolschoi-Theater in Moskau Tschaikowskis Ballett Schwanensee uraufgeführt. Zum damaligen Zeitpunkt mangelte es am Bolschoi jedoch an qualitativen Tänzern und Tänzerinnen, weshalb besonders anspruchsvolle Ballettpassagen durch einfache Musik ersetzt werden mussten. Das Publikum zeigte sich nach der Premiere wenig begeistert. Erst später wird Schwanensee zu einem der erfolgreichsten Ballette überhaupt werden. Und das geschah in Österreich. Anfang der 1930er Jahre leidet auch Österreich unter der weltweiten Wirtschaftskrise. Die christlich-soziale Regierung reagiert mit Haushaltskürzungen, Steuererhöhungen und dem Abbau von Sozialleistungen. Maßnahmen, die bei den Sozialdemokraten auf Ablehnung stoßen. 1933 gerät Bundeskanzler Engelbert Dollfuß unter großen Druck, denn seine Regierung verfügt nur mehr über eine knappe Mehrheit im Nationalrat. Darüber hinaus drängt Mussolini als sein wichtigster außenpolitischer Verbündeter auf einen autoritären Kurs und ein aggressives Vorgehen gegen die sozialdemokratische Opposition. Zeitgleich erstarken die Nationalsozialisten in Österreich. Die von ihnen verursachten Terroranschläge destabilisieren das Land zusätzlich. Anfang März 1933 streiken schließlich die Eisenbahner, da man angekündigt hatte, ihre Löhne nur mehr in Raten auszuzahlen. Als Dollfuß Sanktionen gegen die Streikenden verhängt, verlangen die Sozialdemokraten eine außerordentliche Sitzung des Nationalrats, um über das harte Vorgehen des Kanzlers abzustimmen. Am 4. März 1933 beschließt der Nationalrat mit einer Stimme Mehrheit, auf Konsequenzen gegen die Eisenbahner zu verzichten. Wegen eines Formalfehlers während der Abstimmung wird das Ergebnis von der Regierung allerdings nicht anerkannt. Da kein Kompromiss gefunden werden kann, treten die 3 Nationalratspräsidenten zurück. Die Sitzung ist damit vorerst unterbrochen. Als die Opposition 11 Tage später versucht, die Sitzung weiterzuführen, verhindert Dollfuß das Zusammentreten der Abgeordneten mit Polizeigewalt. Das Parlament ist damit ausgeschaltet. Österreich schlittert in die Diktatur. In der Folge erlässt die Dollfuß-Regierung etliche Verordnungen, die die Demokratie immer weiter aushöhlen. Dazu zählen die Ausschaltung des Verfassungsgerichtshofs, ein Versammlungsverbot, die Aufhebung des Kollektivvertragsrechts und des Streikrechts sowie Zensurmaßnahmen. Zusätzlich geht man rigoros gegen politische Gegner vor. In den Februarkämpfen von 1934 versuchen die Sozialdemokraten ein letztes Mal Widerstand zu leisten. Doch der Aufstand wird von der Polizei und vom Militär niedergeschlagen. Wenige Monate später wird Dollfuß während eines Putschversuchs der Nationalsozialisten ermordet.